So, Abfahrt hier die dritte und letzte Map in diesem Best of Three zwischen Quantic und ESC. Und die ESC-Jungs fangen als Terror an, haben den guten Spawn zu lang. Treffen da allerdings auf keine Quantic-Spieler bisher. Die haben kurz geblockt. Pasha noch mit der Bombe Mitte, also Weg wohl eher Richtung A. Da Tess auch nur komplett defensiv von der TBS abgedeckt hat. Und jetzt nehmen sie Katas ein. Das müsste Test gleich spotten. Also er geht. Ja, hat das jetzt angesagt. Hat aber nur einen gesehen. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass sich TCK da jetzt nicht zeigt. So, haben lang immer noch die Kontrolle behalten. Beide Teams wissen jetzt eigentlich ganz gut, was abgeht. AC hat eine Smokes, wäre wichtig, wenn die jetzt noch liegt. Und das ist die Smoke in die City Base. Die ist sehr gut. Und Neo kann dann den First Track setzen. An kurz kriegen sie auch schon sehr dicke Hits. Retake über kurz. Sehr schöne Smoke nochmal. Die Runde sieht super aus für die Polen. Und ich habe gerade auch auf HLTV noch einen Comment gelesen. Hat einer sinngemäß geschrieben. Es schien so als, oder es scheint so, als ob Quantic nur auf den Custom Maps irgendwie eine Chance gegen ESC hätte, und das hat sich auch in der Tat wieder gespiegelt bisher in den Ergebnissen, muss man einfach sagen. In dem ersten Best of Three hatten sie Dust 1 gewinnen können, auf den anderen Maps schon relativ deutlich auch verloren. Jetzt hier auf der ersten Map schon gut, ich will nicht sagen kassiert, aber war auch relativ deutlich für ESC. Zweite Map, klar, war es jetzt sehr knapp mit der Overtime, aber im Endeffekt hat trotzdem gewonnen. Von daher können sie sich jetzt hier wirklich beweisen, sollten sie hier das 2 für sich entscheiden können. Bin gespannt, aber die Pistole lief gut für SC. Mal gucken, was hier uns diese Map noch alles Schönes bringt hier um 4:30 Uhr morgens. Oh, die ersten Leute hier gehen wirklich schlafen. Ich bin enttäuscht. Oh, ist sie mit B-Split. Da deckt eh nur einer. B ist jetzt schon komplett offen. Diese 5-7. Ich bin noch gerade überfragt, wie teuer die eigentlich ist. Vielleicht kann mir das mal fix jemand beantworten, wie teuer diese Waffe ist, die 5-7. $500 angeblich. Gut, halt billiger als ein Deagle, teurer als P250. Scheint sich aber zumindest. Ja, ich weiß nicht, also. Bei der Haste in den Händen scheint es sich auf jeden Fall zu lohnen. Oh, die hat 20 Schuss. Auch gar nicht so schlecht. Hat mehr Rüstungsdurchschlag. Auch ein schönes Wort. Gute Entscheidung von Dazed hier. Von Stemfis. Eine kleine Weste nachzukaufen mit der AK, die er stibitzt hat. Schöne Spekulation jetzt auch. Oh, ich wollte gerade sagen, es macht eigentlich keinen Sinn, wenn Samphis allein ist. ESC fährt sehr schnell B raus. Oh, das könnte nochmal eng werden. Samphis jetzt gleich mit da ist. Ah, er zieht leider keinen um und kriegt schon viel zu viel Damage. Schade. Und er hätte knapp ausgehen können. ESC dann am Ende aber treffsicherer. Genauigkeit ist gleich wie P52, okay. Ah, die hört sich so ekelhaft an, die Waffe. Ohne Witz. Allein deswegen würde ich sie schon nicht spielen. Genauso wie man in 1.6, oder ich zumindest eine Zeit lang nie mit, nie ohne Schalldämpfer gespielt habe.
Weil ich den Sound so ekelhaft fand von der M4. Ich konnte damit nicht spielen. Das sind halt so Eigenarten, die man irgendwie entwickelt. Boah, hier ist einer richtig aktiv. Dann noch eine Runde joggen zu in der frühen Morgenstunde. Kannst ja auch joggen und nebenbei auf dem Smartphone Stream anmachen. Mal nebenbei quasi nur zuhören. Als Art Radio. Immer vorm Schlafen gehen, okay, krass. Ja, das soll gehen. Also es gibt auf jeden Fall eine Twitch-App. Das soll sogar ganz gut funktionieren. Weiß nicht, wie es mit der Quali ist, aber ich glaube, das ist schon ganz okay. Hier ohne M4 Schalli-Petition. So, davor muss aber erstmal Hiko lang halten. Kann zumindest einen machen, Dazed unter Zugzwang aufs Bock zu kommen. Schafft das Ganze noch. Samples versucht lang zu klären. Er kriegt den Headshot nicht jetzt, aber noch einen gemacht. Dazed. Kann der Smoke noch nachladen, aber Tess steht dort. Dazed über kurz. Aber keine Smoke mehr. Also er selbst hat noch eine. Ist sie nicht, somit ist er da durchgekommen. CK, wirklich noch Chancen? Oh, jetzt leider den Reload gehabt. Zu viel vorher geprefired. 14 ist C. Schade, dass sie die erste Equip abgeben. Aber es scheint sich wirklich zu bestätigen, dass Quantic nur auf den Maps, die in Europa jetzt nicht gespielt werden, eine Chance hat. Wirklich ganz gut für ESC. Wobei die Ecos, muss man sagen, waren auch nicht so uneffektiv. Auch jetzt die Situation 1 und 2. Man sieht es einfach im Geld. So viel hat ESC dann auch nicht. Hat Lord und Tess mal aus Acht gelassen, aber Quantic ist noch lange nicht hier aus dem Spiel raus. Sollten sie eine Runde gewinnen, könnte es sogar fast schon Eco bedeuten. Je nachdem halt, ob sie die Bombe legen und wie viel Tracks und so weiter sie machen. Also es ist noch alles offen. Hey, diese Waffe, diese Dazed ist einfach ein Tier damit auch. Boah, die ESC kriegt gerade richtig in die Fresse. Boah, den zweiten. Das ist so krass. Oh, Alter. Und da Free Fire reinläuft. Boah, Kuben, schöner Schuss, aber mit da oben ist einer. Oh, Hiko, komm, du musst ihn nur anhusten. Quantic wird diese Eco aber auf jeden Fall gewinnen. Kuben kann da nichts mehr machen. Erstens Low AP, zweitens keine Grants mehr, was fast egal wäre. Drittens keine AK, viertens keine Bombe. Alles spricht gegen Kuben. Die Zeit auch noch. Einzig Richtige ist wirklich die Arbeit zu saven. Aber Hiko kann ihn gleich machen, wenn er weiter silent bleibt. Aber er sieht ihn. Ah, zu früh geschossen. Kuben mit dem zweiten Schuss. Und Dazed finisht ihn. Sehr, sehr starke Runde von ihm. Schöne 4K. Da am Ende sogar noch jetzt die AWP bekommen. Super, wie sich diese Waffe austeilt. Und ich finde... Hat er sie gerade weggeworfen? Oder hat Hiko auch eine? Weil ich finde, die Pistols kann man sich wirklich sehr schlecht unterscheiden, muss ich sagen. In den Balken einfach von der Model her. Von dem Icon. Finde ich schwierig. Da P250, P2000 und jetzt noch die 5-7 zu unterscheiden, finde ich nicht eindeutig genug. Das ist nett. Das ist schön gemacht von Hiko.
die Smoke nicht vor sich zu legen, sondern hinter sich, dass der T damit rechnet. Oh, was? Alter, das darf Hiko nie im Leben verlieren. Es war so geil gedacht eigentlich von ihm, aber Neo rastet aus mit einem Reaktionsschuss zur Seite und Headshot. Das durfte Neo eigentlich nicht gewinnen, aber es ist halt Neo. Aber trotzdem. +1 für diese Idee von Hiko. So, der B ist weg. Zwei stehen dann auf. Frost hittet den ersten. Den zweiten nicht. TCK hält auch B. Oh, Frost hält auch vor B. Machen einen guten Job. Verteidigen das ganz solide. Nicht wie andere Teams. Und der ist den letzten. Du hast Tor. Oder am Tor. Ja, zwei Runden in Folge. War nicht so übel. Und jetzt habe ich halt, wie gesagt, keine Bombe gelegt. Eco für SC. Und zack, ist Quantic wieder im Spiel. So schnell geht das. Du machst es ernsthaft, oder was? Mit dem Handy joggen gehen. Okay. Viel Spaß. Mal gucken, wie lange das Spiel noch geht. Eco läuft problemlos der Quantic. So, Anschluss. Dieses verzögerte Einnahme. Da kam nicht mal eine Flash von hinten, oder man hat sie einfach gerade nicht gehört. Dieser gewohnte Aufbau, den man von ESC mittlerweile kennt, haben den auf dem Event jetzt hier jedes Mal gespielt. Über Katas schnell zu zweit, manchmal auch zu dritt. Dann Richtung Steg. Bisschen zumindest jetzt außerhalb gedeckt ist. Was die Smoke jetzt soll, weiß ich nicht. Eine kurze Smoke wäre da viel, viel angebrachter. Flash von hinten, glaube ich. Ja, da gibt es eine. Am blauen aufpassen. Boah. Start von Nico. Kriegt Support. Krasse Shots. Schön lang verteidigt. Aber wenn Senfis jetzt fällt, ist die Runde noch drin für Neo und Co. Aber Senfis steht sein Mann. Hervorragend gemacht. Boah, und die Bombe ist halt lang hinklauen. Ja, das war gerade wirklich, wirklich der Keyfrag. Senfis spielt es auch klug. Wartet auf seine Mates, die gerade zu ihm kommen. Macht es wirklich sehr, sehr schön. Ja, er hat einen langen Abflächen. Sehr gut. Auch wenn die Flash total billig war. Silent hätte das Samples wirklich nochmal rumziehen können. Ah, da kommt schon. Oh. Was sagt ein bisschen das Aiming? Der ist aber auch schön, der Headshot nochmal. 10 Sekunden. Irgendwie beachtlich, wie oft hier heute in diesem Matchup die Zeit ausgelaufen ist. Frost einzig richtig gemacht. Einfach das Weite gesucht. Ausgleich 4 beide. Quantic kommt hier wirklich nochmal ran. Die VODs werde ich irgendwann hochladen, ja, aber rechne nicht damit in den nächsten Tagen. Und wenn, schalte ich die meistens eh immer nur so nach und nach frei. Von daher wird das wohl eine Weile dauern, bis da alle verfügbar sind. Oh, er ist hier mit einem Bego. Ist aber auch noch eine Eco. Einer hatte eine AK. Wahrscheinlich auch ohne Weste, hat er dann wahrscheinlich am meisten Geld. Oh,
Wobei, vielleicht auch mit kleiner Weste. Aber Quantic geht in Führung. Sag mal so, das Duell Very Games gegen Quantic wäre auch interessant. Ich weiß gerade nicht, ob man das auch in Kopenhagen gesehen hat. Hätten beide das gewisse Etwas, die beiden Matches. Aber ich muss ehrlich sagen, Very Games im Finale nochmal gegen Nip wäre auch sehr geil. Wenn sie wirklich aber nur in der Form sind, in der sie heute waren. Könnte das wirklich nochmal ein schönes Finale werden. Mal gucken, die beiden Teams hier haben auf jeden Fall noch was mitzureden. Wirtschaft. Was Aggressives in der Mitte. Lange auch schon rausgepusht. Sehr, sehr aktiv, gerade wie Quantic hier spielt. Jetzt schon T-Base einer. Oh, was ein komisches Duell. Verregnen ist vielleicht auch ein bisschen zu dumm. Smoke einen Hit noch macht. Da sind noch A durch. Das könnte die nächste Runde für ESC werden, wird es ja wahrscheinlich auch. Vor allem der Retake mit der Arbe wird halt super schwer. TCK haben sie zu lang gelegt? Ich glaube schon. Ne, liegt gar nicht mal zu lang. Kleiner Fehler vielleicht, wobei Smoke war nicht mehr da, aber Runde geht auf jeden Fall in ESC, die hiermit wieder ausgleichen, 5 beide. Na, Frost, willst du nicht hochschauen? Oh, noch rechtzeitig hochgeduckt. Ja, ich meine, ohne Pistol, Quantic. 5 Runden, davon waren jetzt eine auf jeden Fall eine Eco. Haben selbst auch eine Eco geholt. Also sagen, Quantic eigentlich gerade vielleicht sogar das bessere Team hier. Hätte ich so auch nicht gedacht. Mal abwarten, wie viel sie jetzt hier noch machen. Bombe vor B gedroppt. Wo sind sie jetzt schon wieder direkt gestorben? Kurz oder was? Ah, kurz ein kleines Intermezzo, aber wenigstens Refrag. Mitte wird noch gedoppelt. Kurz stehen sie auch noch. Finde ich gut, dass sie jetzt hier relativ kompakt stehen. Oh, und Frost trifft auch wirklich super mit seiner Habe. Pascha im Duell. Oh, er hat den Step, glaube ich, gehört. Oh, das wird ekelhaft. Ekelhaftes Timing. Zweiten verschießt er. Schön Druck macht auch in der Mitte. Ah, da hat wieder die Smoke-Mitte gefehlt. War, glaube ich, war das nicht gegen Very Games auch so, dass sie da sträflich die Mitte nicht wirklich immer nachgesmoked haben? Somit wieder die Führung. Nettes Hin und Her. Und auch das Geld total off-sync. Da hat einer total viel. Wir müssen auf jeden Fall jetzt nochmal sparen. Das sieht echt nicht gut aus gerade. Wenn sie so weitergeht. Spielen jetzt hier einen ganz normalen Arsplit in der Eco. Genau, durch die fehlenden Waffen. Haben aber auch Equipment, sehr gut.
noch drauf. Doch nicht drauf, so. 7-5, trotzdem. Mit bisschen mehr Glück fallen da sogar zwei. Quantic kurz davor, hier die Hälfte sogar zu gewinnen, ohne Pistol. Schon eine solide Leistung. ESC muss hier sogar mit einer Galli spielen bei Lord. Lassen die jetzt auch allein Cutters. Hilft den Herrn lang. Boah, zu dritt blocken sie dort. Was cool wäre, wenn man so einen Boost. Boah. Bisschen glücklich, vielleicht auch mal ein paar Schaden oder Fleck zu kriegen. Wenn sie da zu dritt waren, keine Chance irgendwie auf Refrake. Boah. Aber wieder, es ist die Smoke wirklich, die Mitte fehlt. Sind da zum Glück durchgekommen. Und jetzt instant der Go. Warten Sie auf Kuben. So, warten Sie auf Kuben und er wird in Mitte gekillt. Wir müssen ja nicht hinten aufgepasst haben, aber warum auch? Kuben Mitte raus ist, rechnen wir dann nämlich nicht mit. Ich glaube, der ist sogar durch Cutters gepusht. So, 2-2. Die erste wirklich spannende Situation seit langem. 30 Sekunden noch. Das geht von der Zeit. It's like playing outside in minus 10 is too good. Es scheint da ultra kalt zu sein, oder was? Oder ist die Klimaanlage wahrscheinlich eingestellt oder so? Und das kann ich mir jetzt den Murica. Was heißt das? ESC scheinbar Schwierigkeiten mit den Spielbedingungen. Natürlich bitter, wenn die Hände kalt sind. Oder wenn man überhaupt friert oder sowas. In so einem wichtigen Spiel. Das kann echt nicht sein, dass es da kalt ist. So, Quantic. 9-6. Ah, ESC auf einem guten Weg gerade hier. Das Match abzugeben, die dritte Map zu verlieren. Was frage ich wohl, was er meint? Das war kein 1-6, war Todd doch, glaube ich, mit dem Ventilator. Gamescom war das doch, Games Convention, glaube ich. Keine Ahnung. So, B achte ich auch. Falscher Weg wird gedoppelt, Senf ist auch da, also man wird ja sehr wahrscheinlich die nächste Runde abgeben, wenn sie da die Fracks setzen. Oh, die fliegen. Fliegen letztendlich, halten den Go richtig gut auf. Und Quantic eine sehr überzeugende Hälfte. ESC mal wieder. Nicht wirklich gute Strats. Hatte ich so das Gefühl. Mitte irgendwie so immer lala. Sie bauen zwar so über Cutters auf, aber irgendwie ist da der Wurm drin. Wenn dann kurz mal direkt irgendwie abgesmoked ist, wissen sie nicht so richtig, was sie machen. Wirkt nicht perfekt, das T-Spiel. Mal schauen, ob sie jetzt als CT nochmal zurückkommen können. Sie brauchen auf jeden Fall die Pistole. Mal sehen, wofür sie sich entscheiden. Ob sie direkt was riskieren, was pushen. Einer wird kurz gewusstet. Lord diesmal
Vorhin war es mal Neo. Lost schleicht aber vor. Quantic hat das lang eingenommen und auf der anderen Seite hat das eingenommen von ESC und da gammelt einer ab. Aber es machen sie gut, dass sie da durchschleichen, geben keine unnötigen Infos preis. Hiko dürfte das noch nicht wissen. Das Problem ist, Hiko kommt gleich von hinten. Mal schauen, wie gefährlich das gleich noch wird. Ah, er macht ein, er macht nicht zwei. Ah, sind jetzt gefangen. Oh, Neo stirbt. Lord muss jetzt Frag Mitte setzen. Macht er auch. Sie sind noch nicht durch. Haben noch viel HP. Vielleicht noch was drin. Wenn die Nate gut sitzt von Lord. Ah, oh, die saß wirklich ganz okay. Kuben kriegt gar nicht so viel Damage. Das ist noch drin. Das ist noch drin. Wenn jetzt hier wirklich die Headshots fliegen. Oh, Kuben hat Probleme. Jetzt im Reload. Oh, wird gerefackt. Lord mit 100 HP aber. Schöne Smoke auf Spot. Das wird gefährlich. Das wird gefährlich, ist angesagt. Boah, den ersten macht er. Den zweiten macht er. Auf geht's, Lord. Nein, schade. Krass. Da hat man es gesehen, gerade dieses Maus-Movement. So, einfach so erleichtert, dass er den Shot noch macht. Super wichtig für sein Team. Boah, das hätte ich Lord echt gegönnt. Super aufgehalten noch von den beiden. Man gesehen, wie Quantic dann quasi um die Runde noch richtig gekämpft hat, gezittert hat, weil die nochmal richtig eng wurde. Aber ist sie jetzt mehr als unter Druck? Sollten sie wirklich das Turnier nicht als... Ja, sollten sie das Turnier wirklich als Vierter abschließen? Wäre schon eine kleine Enttäuschung. Nachdem man Quantic zuvor schon 2-1 besiegen konnte. Mill hätte man natürlich auch machen können. Hätte da das Ergebnis lauten können. Aber jetzt das 2 läuft wirklich überhaupt nicht nach dem Geschmack von ESC. In der zweiten Runde brennt hier auch nichts an. Jo, hau rein, Elixier. Viel Spaß beim Morning Jog. Vielleicht ist sie auch noch ein bisschen im Jetlag, wer weiß. Ich meine, wenn jetzt so die Phase durchkommt, ich meine, wir haben es jetzt hier knapp vor 5. ESC-Spieler machen, glaube ich, auch meistens nicht so lange. Immer schon einen sehr strikten Zeitplan immer. Ich spiele das natürlich auch ein bisschen die Karten. Aber das ist natürlich die Sache. Sonst sind die Amis immer am Raumreisen. Müssen da nach Europa fliegen und jetzt haben halt sie mal den kleinen Vorteil, dass sie halt keinen Jetlag haben. Wobei man sagen muss, Ami, innerhalb Amerikas gibt es ja auch mehrere Zeitzonen, aber das Delay ist, oder die Verzögerung ist natürlich nicht so krass, wie wenn man von Übersee da anreist. Aber ESC holt hier vielleicht sogar die zweite Runde. Die zwei Ts sind low. Sie haben immer die Bombe. ESC bleibt da ganz gut zusammen. 40 Sekunden noch. Test jetzt stehen bleibt. Ich weiß nicht, ob sie das Eck checken. Contacten sie es vor, wenn Neo oder... Oh, Test. Nice. Nice, Mann. Sie machen es noch. Schön. Es hält sie jetzt im Spiel und gibt hoffentlich richtig Auftrieb. Haben auch sehr viel Kohle noch übrig. Krass. Klar, zwei Waffen jetzt umsonst bekommen. So, jetzt muss aber die Deckung überall sitzen. Überall müssen die Flex fallen. Teamplay muss da sein.
Mal schauen, ob sie jetzt hier sich nochmal rankämpfen können. Die stehen extrem schlecht, finde ich, gegen den B-Split. Außer sie pushen dann gleich Cutters rein, was man bisher relativ selten immer sieht, wenn da wirklich ein B-Split erfolgt. Bauen gerade oben. Hiku noch vor lang, es lässt wirklich eher auf den A-Split schließen. 45 Sekunden vergangen. Bombe jetzt bei Frost. Ah, okay. Doch Richtung B. Aber Kuben steht damit gegen Flash für Tess. Eigentlich gar nicht so verkehrt. Spottet er auch immer wieder. Und auch Neo wäre mit da. Es ist ein Fake an kurz, aber total billiger. So, und Lord hat, glaube ich, zu früh geflasht. Der ist es auf Spot. Schön. Sie machen die Frags. Mitte. Oh. Sehr gut aufgehalten. Letzter am Tor. Den hört sich Tess auch noch. Richtig schön. 3K von Tess. Die Runde geht auf seine Kappe. Sehr schön gehandelt. Und Quantic muss safen. Safen muss ich. Muss sparen. Stauben. Der sich auf dem Moment auf jeden Fall gut präsentiert hat, muss man sagen. Macht mittlerweile schon einen sehr guten Eindruck. Der ist jetzt nicht mehr der Einzige, der wirklich überragend spielt. Da hat wirklich jeder ab und zu mal seine Szenen. Auch Lord gefällt mir richtig gut. Kuben vielleicht noch nicht ganz in Szene setzen können, aber ja, solange er seinen Beitrag leistet. Pascha spielt eine solide AWP. Also overall eigentlich eine gute Performance von ESC. Und sollten sie jetzt hier noch gewinnen, dann ist eine Top-3-Platzierung eigentlich zufriedenstellend. Auch wenn sie natürlich gern ein Turnier mal gewinnen wollen. Aber ich glaube, das ist nicht ihr Turnier. F7 stark. Dieser Headshot noch von Nico. Schön da noch zwei Waffen gezogen. Auch wenn ESC viel Geld hat. Das kann schon einen Einfluss darauf haben, auf den späteren Spielverlauf. Gibt es gleich eine Flash? Oh, hier kommt aber Grube. Lord gerade blind. Und ich bin jetzt richtig schnell. Er wollte sich gerade wegdrehen und verbratzt dadurch. Oh, und Lord ist jetzt gefangen. Ich weiß nicht, ob er noch gesehen wurde. Pascha versucht ihn da zu helfen. Oh, und Lord ist jetzt wirklich gefangen. Kann er nicht mehr weg. Eine Smoke haben sie auch nicht mehr, um ihn da rauszuholen. Das ist bitter. Aber sie schieben weg. Spielt ESC eigentlich in die Karten. Wenn sie jetzt noch ein bisschen warten, der ist. Hat halt 1 HP, er kann da fast wirklich nichts mehr machen. Wenn sie jetzt ein gutes Zeitfenster erwischen, kommt Lord vielleicht sogar noch weg. Aber sie spielen den Go über. Kurz. Und das ist auch gar nicht so schlecht. Wir wissen genau, Headshot-Ramp ist irgendwie nichts. Und jetzt drauf, und jetzt kommt es auf Lord an. Er ist ganz gut weggesmoked. Pascha kriegt super viele Hits schon. So, und Lord hat er auch keine Chance. Hat zwar noch einen Headshot gesetzt, aber das reicht halt nicht. Ui. Der ist auch noch reingemacht. Hält sie gerade noch ein bisschen in der Runde. Keine Chance.
Sehr schöne Runde gespielt. Bitte da bei Neo, dass er sich gerade wegdreht. Aber eine gute Langeinnahme auf jeden Fall von Quantic. Nicht so zögerlich, direkt hinten die Flash, dann rumgegangen, dann direkt, glaube ich, nochmal in die Grube und direkt durch. Da wird nicht nochmal gewartet. Man gibt den Cetus damit auch keine Chance, irgendwie von hinten nochmal gegen zu flashen. Man nutzt da wirklich den Moment, hofft, dass die Cetus wirklich blind geworden sind. Machen sie wirklich gut. Und jetzt wieder nicht so. Stamp ist gut Damage gesetzt. Und der Nate dann gefinished. Mein Lord ist, glaube ich, wieder gefangen, aber diesmal mit Smoke. Schon doch geholfen. Und er kommt weg. Nein! Boah, was Zemphis macht in der Runde? 3 gegen 3. Und Tess schiebt hin. Alter, sie müssen uns mal kurz aufpassen, oder? Ich glaube, sie wissen schon, dass alle lang sind. Kuben ist jetzt noch ein bisschen weit weg. Boah, Zemphis, was der gerade umzieht. Unglaubliche Kills. 4K schon von ihm. Chance aufs Ace. Kuben mit 100 HP. Erzkit. Oh, TCK verschießt. Zemphis verschießt kein Ace für ihn. Oh, ein TCK, der Dizzy des Quantics. Oh Gott. Aber EC bleibt im Spiel. Sie haben. Sie müssen halt kaufen. Wirklich viel ist es nicht. Ich meine, 3 haben voll equipped, die anderen nicht ganz so sehr. Aber Pascha reicht für AWP. Frost auch mit Gegen-AWP. Vielleicht sehen wir mal ein AWP-Duell in der Mitte am Tor. Frost wird sehr wahrscheinlich lang anlegen mit seinem Topspawn. Der Rest Richtung B unterwegs und EC baut um. Blocken. Steg. Frost kann das natürlich ganz gut ansagen. B-Split wäre jetzt natürlich eher ungünstig, wobei nur Lord dort ist. Boah. SC kassierte gerade ein First weg nach der anderen, nach dem anderen. Das war sogar die RWP. Boah, der ist super wichtig. 4 gegen 4 rausgespielt. Bomben wieder Katas. Das ist eine ähnliche Runde wie vorhin. Oh, 2 Smokes haben die noch für Base. Wir schieben beide Katas. Kuben hat das spottet. Flasht gut gegen. Tess kann leider nicht mehr helfen mit der Flash. Kuben hat noch eine. Ne, eine Nate war das. Tess stirbt. Jetzt kommt es auf Kuben an. Er hat schon so viel Damage bekommen, dass er auch keinen mehr ziehen kann. Neo vielleicht noch. Versucht schnell zu entscheiden. Oh, kommt gut auf Spots. Aber jetzt zu viele Hits. Zu viele Hits. So, ein Lord. Lord, Lord, Lord. Den ersten. Oh, hätte vielleicht sogar einen Ticken warten können. Krasse Shots von ihm. Die Bombe ist noch nicht gelegt. Und keine Smoke vor seinen Füßen. Das könnte ihn retten. TCK ist low. Das kann er machen. Auch wenn er hier kein Kit hat. Aber da müsste wahrscheinlich... Ja, ich glaube, der liegt eins am Tor. Er sneakt sich gut durch. Nein, schau uns weg. Ach, was spekuliert sich da? 14. Runde für Quantic. ESC... hat kein Geld. Vorherige Runde gewonnen, jetzt verloren. Dann sieht man es wirklich sehr, sehr wenig Kohle. Werden hier sparen müssen. Außer sie haben irgendwie eine krasse Taktik. Das kann so. Schön, dass hier A spekulieren. Wieder der eine Flash bei Kuben. Tess Schlitz. Ah ne, auf der Kiste. Quantic weiß das, glaube ich, genau, dass sie Eco haben. Ah, schwierig. Eigentlich dürfen sie die Runde nicht abgeben, werden sie auch nicht. Wenn Kuben hat eine Flash über Bande, die dann Funks-Bot
aufgeht. Wartet halt die Ansage von dem Spieler hier. Headshot-Rampe. Wo ist das? So, jetzt fliegt sie. Boah, Headshot gesetzt. Leider kein Kill. Ach, gucken kann ich da nicht, finde ich. Aber ich glaube, das ist auch keiner, der Low HP hatte. Das ist 3 HP runtergeschossen. Boah, so ein Pech. Es kommt von hinten. Kann vielleicht Zempfis, finde ich, in Frost vielleicht auch noch machen mit Glück. Aber Prosi bekannt. Ach, ESC, ESC, ESC. Mit dem Rücken zur Wand. Stehen sie gerade im Low Bracket Finale. Das Draw schon mal sicher für die Amerikaner. Und ich sehe leider schwarz. Beziehungsweise ich sehe White Stripes. So, versuchen den Push, finde ich gut. Boah! Krasser Shot von Boom. Reflex sitzt auch mehr oder weniger. Der ist leider auch schon gestorben. Push so semi-erfolgreich. Besenseit jetzt drauf. Oh, das entscheidet sich jetzt alles. Frost ist weit weg. Man hat sogar die Überzahl am Spot. Wenn man schnell einen Retake spielt, man hat keine Flash mehr. Nur 2 Gummel-Decoys. Frost immer noch Mitte. Oh, sie wissen jetzt, wo er ist. Und jetzt wird es wirklich schwer. Jetzt wird es richtig schwer. Die Smoke liegt noch gut. Er hat sich sofort ein Frag passiert. Neo in 1-on-3. Fährt einfach nur rein. Das wird das Gegner sein. Es tut mir echt leid um ESC. Aber man muss sagen, Quantic war das bessere Team hier auf das 2. Auf Mill kann man sich natürlich drum streiten. In der Overtime immer sehr schwer. Oder dann zu sagen, welches Team das bessere war. Aber es ging gut los für ESC. Dominant auf Inferno war es, glaube ich. Dann Mill war ein sehr spannendes Spiel. Und jetzt hier auf die 2 war einfach die Luft raus. Die, ja, die größte Überraschung jetzt vielleicht hier in dem, auf dem Event. Quantic schlägt ESC, revanchieren sich quasi für das Auftakt-Match. Ja, das war's halt.